Dann machen wir jetzt Hauptmission. Ja, vielleicht führt mich das ja auch in den Berg. Achso, Moment, wir wollen ja in den Berg rein, ne? Beziehungsweise nein, wir wollen ja erstmal Jonah holen. Mann, Lara! Jetzt hat sie. Okay, das geht. Das war jetzt aber eher Glück als Verstand. Sie hat sich wieder nicht festgehalten. Da oben, da leuchtet noch was da oben. Gehen wir gleich hin. Ich habe ja noch ein paar Münzen eingesammelt. Vielleicht kann ich auch kurz was abstauben. Ich glaube es zwar nicht, aber. Hast du noch mehr Goldmünzen gefunden? Ich glaube, sie werden misstrauisch. Vielleicht muss ich kurzfristig abtauchen. Nee, aktuell reicht es noch nicht. Aber ich habe gerade gesehen, dass da noch was war, da oben. Also da. Ein Kletterfall. Kletterfall? Die darf ich nicht. Ja, R2. Ach, jetzt geht's doch gut. Weil ich mir gerade nicht sicher. So. Dann hoch. Dann noch einen höher. Komme ich von hier aus nicht hin. Aber da hat doch gerade was geleuchtet, dachte ich. Ich dachte eben, dass da was geleuchtet hätte zum Einsammeln. Hm. Kann ich hier runter? Warte mal. Hier kann ich runter, ne? Ja, das ist. Meine ich doch, da hat doch irgendwas geblinkt. Sehr schön. So, jetzt kann ich wieder hoch. Die Kiste, wie gesagt, die kriegen wir jetzt erstmal nicht. Deswegen gehen wir jetzt hier weiter und hoffen mal das Beste. Ein bisschen Story haben wir dann doch nochmal für uns. Okay. Da leuchtet auch noch was. Schön, ne? Okay. Und da ist eine Leiche. Und ein Rucksack. Noch viel besser als eine Leiche. Geheimnis entdeckt, ja. Komm. Wir sind ja gerade da. Dann haben wir den Berg vielleicht schon mal fertig. Geh noch mal eben kurz hier runter, weil da ist ein Überlebensversteck da vorne. Ja, es ist nicht weit weg. Okay. Das ist nicht weit weg. Das nehmen wir mit. So. Okay. Gut. Na, umso mehr Prozente kriegen wir. Immer mehr Prozente. Das ist das Gute. Und ich muss dann irgendwann weniger Abschluss suchen. Das ist dann wieder mein persönlicher Ehrgeiz. Da habt ihr dann nichts mit am Hut. Aber ich möchte das schon gerne schaffen. Alles viel mehr. So, da waren wir. Da könnte ich theoretisch nicht hoch. Und ich muss anscheinend einmal hier um Pudding laufen. Okay. Es wird wieder kälter. Es wird noch schnell. Ah, weil sie sagt, es kommt ein Sturm auf, ja. Cool. Ja. Springen geht gerade auch nicht. Ich kann nur so langsam voranschleichen hier. Eieiei. Vielleicht sollte ich gleich mal ein bisschen was Wärmeres anziehen. Ja. Ich hätte nie an dir zweifeln dürfen, Dad. Ich war nicht da, als du mich am meisten brauchtest. Es tut mir leid. Ich beweise allen, dass du recht hattest, von Anfang an. Dass es die Wahrheit war. Keine Ammenmärchen. Ich bringe es in Ordnung, Dad. Das schwöre ich. Lara, es ist Zeit. Jonah wartet. Ja. Jonah. Interessant. Ich glaube, euch jetzt werden Anna noch bekehren können, oder? Sollte das so ein Hinweis darauf sein? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir die bekehren können. Ich hoffe einfach nur, dass wir sie nicht töten müssen. Das wäre irgendwie ein bisschen blöd, denke ich mal, für Lara. Ich hätte jetzt nicht das Riesenproblem mit, weil ich sie jetzt nicht sonderlich sympathisch finde, aber... Ja, gucken wir mal. Und Hepper. Ah, ich hätte... Na gut, das ist nachher für den Rückweg wahrscheinlich, ne? Ja, okay. Dieses Seil, was ich da hätte spannen können. Okay. Hopp.
bisschen Kletter-Action, das ist schön. Kann ich da unten noch was gucken? Ja, kann ich. Na. Wahrscheinlich komme ich später da wieder hoch, kann das sein? Also da war was zu klettern, ja. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Egal. Gut. Ich bin halt so auf Forscher dran gerade eingestellt. Das ist das Problem. Alles erkunden, alles ausprobieren und das ist nicht immer das Beste. Okay, nochmal. Na, dann habe ich jetzt wenigstens nochmal die Möglichkeit, das Seil zu spannen. Da. Hallo, zitter doch nicht so. So, das meine ich, ne? Aber wir gehen trotzdem oben lang. Das ist wahrscheinlich der Rückweg da unten. Hoffe ich jetzt einfach mal. So. Okay. Ist hier irgendwas versteckt? Wenn, dann sehe ich es nicht. Gut. Und da hoch. Und ab durch die Höhle. Aha. Hat gerade so ein bisschen was von Medieval in den Kristallhöhlen, die Musik, finde ich. So ganz dezent hört man sie nur, aber... Ein bisschen kommt es mir da wie vor. Ah, da oben ist ein Haken. Na gut. Aha. Ah, für den Rückweg wahrscheinlich. Geht schneller. Scheint echt einfach nur so eine Verbindung zu sein zwischen zwei Bereichen. Mal gucken, wo ich gleich rauskomme. Aha. Folge Sophias Weg zur Trinity-Basis. Ja. Kriegen wir hin. So. Ach, das wäre so ein Ding zum Anschießen. Okay. Heppa! Ich hab Quadrat gedrückt, du Sack! Da hält sich daran fest, statt ihren Dings rauszunehmen. Verbindung zu Dualshock getrennt? Was? Wieso das denn? Jetzt ist wieder an. Ne, jetzt läuft's auf Akku. Hä? Was soll das denn? Egal, Akku ist voll. Das ist ja sehr interessant. Okay, also nochmal. Ich habe doch gar nichts am Kabel gemacht. Also ich habe normalerweise immer das über Kabel dran, weil so weit sitze ich ja nicht weg von der Konsole und ja, geht halt nur auf den Akku. Deswegen habe ich das meist. Was soll das denn? Soll sich daran schwingen? Deswegen habe ich das meistens einfach direkt mit USB-Kabel verbunden, die PlayStation. Ach, geht doch. Guck mal an. Sehr interessant. Juno muss irgendwo da oben sein. Okay. Unglaublich. Die göttliche Quelle liegt im Zentrum der alten Stadt, begraben unterm Eis. Dann ist es also soweit. Ich veranlasse die Ausgrabung und bereite die Transporte vor. Die Männer sind im Archiv auf die Unsterblichen getroffen. Das wird nicht einfach, Bruder. Der heilige Pfad soll nicht leicht zu beschreiten sein. Wissen die Männer, was sie dort erwartet? Nein. Aber sie sind bereit zu kämpfen und für die Sache zu sterben. Mehr müssen sie auch nicht tun. Konstantin. Wir stehen so kurz vor dem Ziel. Das ist erst der Anfang. Ich glaube, dass Trinity uns nur benutzt. Was, wenn sie dir die Quelle nicht überlassen wollen? Wir sollten uns vorbereiten. Hab nur Vertrauen. Ich wurde nicht von Trinity auserwählt. Wenn die Quelle erst mir gehört, ist es egal, was sie wollen. Ich führe dann Gottes unsterbliche Armee. Und du. Du wirst leben. Dass sie das wirklich glauben, ne? Also. Konstantin, ja. Der Gefangene ist wach und kann jetzt befragt werden. Schon unterwegs.
Ich meine, das ist ja nun alles sehr, sehr weit hergeholt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da wirklich was dran ist. Das muss ich ja irgendwie als Humbug entpuppen, weil alles andere wäre jetzt schon sehr, sehr komisch. So. Hase! Nee, Eichhörnchen. Aber ich hatte schon mal eins. Ich wollte eigentlich... Ein Hase fehlt mir noch. Ja. Da ist Wasser. Bei den Temperaturen möchte ich da eigentlich nicht unbedingt rein, aber... Wir gucken mal, ne? Was da war? Kann ich da rein? Ach ja, wir haben ja ein Atemgerät. Ich kann da gucken. Aber hier ist nichts. Da auch nicht, ne? Also ist nichts versteckt im Wasser. Gut. Haben wir das schon mal ausgeschlossen? Das finde ich schon mal ganz gut. So, ja, mit Kreis ist ja schnell schwimmen. Das verwechsel ich auch manchmal ganz gerne. So, jetzt sind hier bestimmt irgendwo hier Münzverstecke. Und ich habe eins gefunden. Oder ein Überlebensversteck, sagen wir mal so. Ein Fell. Ja, es war ein Überlebensversteck. Mit Sicherheit. Spuren. Ja. Das sind Treckerspuren. Hallo, Reh. Ja, wir folgen den Spuren, aber erstmal gucke ich mich hier um. Sie sind überall. Was ist hier? Da ist nix. Ich gucke mich nur um, ne? Alles gut. Feuer einstellen. Es ist nur ein Reh. Du hast etwas gesehen und reagiert. Ich hätte das gleich getan. Ich sehe euch noch nicht, aber gut. Noch ein Karteike. Eben kurz gucken. Es ist halt nichts eingezeichnet, ne? Deswegen. Croft könnte versuchen, den Gefangenen zu retten. Die Zentrale will, dass alle wachsam sind. Er könnte noch etwas wissen, aber Konstantin wird das schon bald herausfinden. Tschüss. So, wo ist denn der zweite, der gerade geschnackt hat? Da ist er dahinter. Ich guck mal. Oder, nee, über Funk haben die nicht gesprochen. Das war schon deutlich, ne? So, okay. Ja, mach Krach, Lara. Ach, da ist er. Okay. So, das waren die beiden, ne? Ich weiß nicht, ob hier noch mehr sind, aber... Oh, da geht's... Ist das der Hauptweg? Mal kurz gucken. Scheint so. Da geht's wahrscheinlich lang, ja. Dann gucken wir uns erstmal das Lager hier an, bevor wir da weiter schlendern. Wo hab ich die jetzt gerade erschossen? War das nicht hier? Da liegt er. Okay. Ich würde ganz gerne noch mal so einen Hasen mitnehmen, ne? Da ist einer. Aber die hoppelt immer so scheiße schnell weg. Ein Hase fehlt mir noch in der Sammlung. Und ich habe bisher noch keinen erwischt. Na gut. Irgendwann klappt das schon. Gibt's da ein Gespräch, wenn sich hier ist? Ne. Von wegen, ja, das ist versperrt. Ich muss einen anderen Weg finden. Sowas in der Richtung hätte ich mir vorstellen können, aber nein. Dem war nichts. Dann müssen wir wohl doch hier lang. Ich glaube, hier ist vielleicht ein Lagerfeuer oder sowas versteckt. Da ist auch kein weiteres Versteck erstmal so zu sehen. Oh, hepp. Kann ich die Sowjetflagge da oben? Nee, kann ich wohl nicht. Da kommen wir ran. Oh, da. Was ist passiert? Der Truck war zu schwer. Dieser Ort fällt wirklich alles auseinander. Können wir das melden? Nicht nötig. Alle Waffen zusammen und bereiten sich zum Abzug.
Haben wir endlich, was wir wollten? Schwer zu sagen. Konstantin hat nur befohlen, alles vorzubereiten. Halt doch mal an. So, dann schon mal weg. Okay. Wo ist der dritte? Der kommt wahrscheinlich da hinten gleich lang, ne? Ja, ist einer. Ob das alle waren, weiß ich jetzt nicht. Nee, waren sie nicht. Noch wissen sie aber nicht, wo ich bin. Da. Oh, läuft doch, ne? Wahrscheinlich ist nur noch ein. Ach, da. Okay, so, Ruhe. Haben wir alle? Jetzt sieht nicht so an. Ich gehe mal lieber langsam rum. Nehmen wir mal die Pistole, die hat ja einen Schalldämpfer. Ja, ich könnte auch mit Molly arbeiten, ja, aber. Gott! Jetzt hört sich so an, als wäre das alles gewesen. Hallo Hase! 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 Ha. Sorry. Das war ein kleiner Wutausbruch. Es tut mir leid. Breitblätterpfeile, ja, machen wir. Ich will halt einen Hasen kriegen. So. Da hinten liegt einer im Schnee. Über Schneehase. Ach Gott, da hatte ich wieder Flasche. Ja! Ich habe endlich meine Hasen für die Sammlung. So. Gut. Mehr wollte ich gar nicht. Da sind noch Pfeile. Sind hier noch irgendwelche Sachen? Schmeiß die Flasche weg. Ich möchte nur gucken, ob hier Münzverstecke oder sowas sind. So, den will ich nett. Ja, hier sind bestimmt Münzverstecke. Bei dem ganzen offenen Gebiet hier. Aber ich sehe halt bloß nichts davon, weil ich halt keine Karte habe, ne? Das ist natürlich ein Problem. Da könnte man hoch. Aber das ist, glaube ich, nur der Weg runter gewesen, weil ich war ja oben. Ich hätte ja gar nicht da abspringen müssen, wahrscheinlich. Aber ich gucke trotzdem mal eben dahin. Vielleicht finde ich ja noch. Ah! Ja, gut, ein Nest. Ein Nest. Und man hätte schön. Was denn? Man hätte schön auf die draufspringen können von oben. Das hätte auch geklappt, ja, wahrscheinlich. Da ist eine schöne Lampe. Da könnte man auch lang. Ich hätte das Ganze wahrscheinlich komplett mit Vorbeischleichen hier lösen können. Aber das ist ja langweilig, ne? So, und hab. Ja, ich weiß, dass ich da lang soll. Aber vielleicht ist hier was drauf. Komm. Sieht gar nichts. Aber nicht ein Münzversteck in dem ganzen Gebiet, das ist zu wenig. Oh, oh, hier hinter geht es so weiter. Guck mal. Das ist interessant. Aha, meine ich doch. Geheimnisse entdeckt, das ist gut. Oh, guck mal, woran ich vorbeigelaufen bin. An einem Relikt. Das geht ja gar nicht. Das muss ich eben holen. Oder es kommt das erst noch. Es kommt noch, ne? Es kommt noch. Da geht's jetzt ja weiter.
Okay, es kommt noch. Dann habe ich nichts verpasst. Ja, da brauche ich wieder Pfeil und Bogen. Und dann machen wir wieder ihn hier. Zack. Und dann mal wegen da. So, komme ich da hin? Ja, komme ich. Hätte auch einer gereicht. Hi! Ist da noch mehr? Scheiße. Ja, haben wir. War gar nicht so scheiße, ne? Alter Schwede, das ging aber ab. Habe ich die jetzt alle gefunden? Wo habe ich schon ein paar umgebracht? Puh, es ist ja wieder ganz schön viel los, ne? Mal kurz gucken, was hier noch so gewesen wäre, wenn ich da jetzt weitergegangen wäre. Oh, ich höre Maschinengeschosse. Was habe ich da wieder in der Hand?